Ganz wichtig, das habe ich vergessen anzusprechen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich vors Intro schneiden. Leute, schreibt wieder in die Kommentare, was ihr sehen wollt als nächstes Bed Wars Survival. Also ja, schreibt einfach, was ihr sehen wollt. Müsst. Ich gebe jetzt einfach keine Vorschläge. Hallo ihr Bugs draußen, willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin gerade auf Gomma HD und es wurde sich gewünscht, dass ich Bed Wars spiele. Allerdings, ich bin vor den PvP-Servern. Das liegt daran, dass es schon etwas später ist und ich möchte das Video... Ja, oh Gott, meine Maus hängt irgendwie ein bisschen. Möchte das Video auf jeden Fall relativ pünktlich bringen. Deswegen schalte ich einfach mal hier Survival Games aus. Bei Bed Wars natürlich alle Maps an. Und ja, hau ich hier mal rauf und dann geht's ja auch schon los mit der ersten Runde. Mal gucken, wie lange die Runden dauern und demnach entscheide ich dann... Oh Gott, wo spawnen hier das Bronze? Demnach entscheide ich dann, sag mal schnell, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, wie viele Runden ich spielen werde. So, haben wir schon genug, um wahrscheinlich in die Mitte zu kommen. Ich weiß nicht, wo das Eisen spawnt. Oder mir scheint die Mittelinsel sehr nah. Vielleicht spawnt da auch das Eisen. Das könnte natürlich sein. Ich kenne die Map. Wie gesagt, ich spiele sie gerade das erste Mal. Oh Gott. Nö, hier ist tatsächlich die Mitte. Die Mitte der Titte. Okay. Wo spawnt das Eisen, ist jetzt die Frage. Wo spawnt das Eisen? Hier hinten wahrscheinlich nicht mehr. Ach da. Gefunden, Munden. Okay. Perfekt. Erstmal Essen kaufen. So, zack, zack. Nochmal ein bisschen Gold aus der Mitte holen. So, und dann wollte ich euch was in dem Video fragen. Wollt ihr nur Minecraft sehen? Scheiße. Wollt ihr nur Minecraft sehen oder hättet ihr eventuell auch Interesse an einem Let's Play eines anderen Spieles? Ja, weil ich habe da ein relativ cooles Game gefunden. Warum ist denn da ganz oben da? Und das... reizt mich wirklich, also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, wenn es vielleicht auch nur privat ist. Ja, und ich könnte mir einfach vorstellen, dass ich das auch Let's Playe. Aber wie gesagt, nur wenn ihr das wollt. Jetzt werde ich mir erstmal ein Schwert kaufen. Und eine Rüstung. Und das und das und das. Spitzhacke, genau. Fehlt's noch bis am Ei? Ach nee, es gibt ja nur die eine Spitzhacke, stimmt, ja. Nein. Oh Gott, wie konnte ich denn so dumm sein? Ja, egal. Juckt mich nicht. Ich hab den einfach komplett verplant. Den Gegner. Egal, dann rüste ich mich jetzt richtig hammer auf mit Pfeilen. So, stackweise ballern wir hier Pfeile rein jetzt. So, da haben wir noch welche. So, Kollege, hier brennt nämlich nichts mehr an, mein Freund. Oder gibt es eine Eisenspitzhacke? Kann man sich Eisenspitzhacken kaufen? Ich weiß es nicht. Tatsache, mache ich das auf jeden Fall. So. Dann geht die Party jetzt in der Mitte ab. Holen wir uns hier noch kurz das Gold. Ist hier nämlich eine Menge Bam, haben wir ihn. Jetzt habe ich keine Blöcke gekauft, weil ich ein Held bin. Ach, Schitte. Jetzt verlieren wir natürlich Zeit. Aber ich gehe davon aus, dass wir die Runde trotzdem noch gewinnen. Da bin ich super zuversichtlich. Weil, wir ganz gut gerüstet sind. Von Firma her. So, mal sehen, was gibt es denn hier noch sonstiges? Rettungsplattform. Ist ganz interessant. Und Essen. So. Gut. Gehen wir in die Mitte.
Gut, haben wir ihn das nächste Mal getötet. Ja, ich mache jetzt hier eine sichere Nummer raus. Ganz entspannt werde ich ihn jetzt einfach mit meiner Zeit, die ich habe, töten. So. So, zack, zack. Vielleicht töte ich ihn noch einmal von unten jetzt. Von oben meine ich natürlich. Und da haben wir das Bett. Und was macht der? Was passiert eigentlich dann? Ah, okay, auch interessant. Gut, haben wir jetzt getötet. Ja, ich würde sagen, wir hängen auf jeden Fall noch eine Runde ran. Dann sind wir auch wieder bei 10 Minuten circa. Und dann machen wir das jetzt auf jeden Fall mal. Das war jetzt, glaube ich, eine etwas einfache Runde. Nur durch den einen Fehler wurde es dann mal spannend. Die Map habe ich einmal im Video von Marcel von The Miners und Freaks LP hier sehen. War auf jeden Fall eine sehr spannende Runde. Schaut da doch gerne vorbei. So. So, so. So, und dann bauen wir uns jetzt mal eben hier in die Mitte. Also, ich würde mich echt freuen, wenn ich wirklich andere Videos auch machen könnte, außer Minecraft. Das wäre das erste Mal wirklich, dass ich das richtig versuche. Klar, ich habe eine Zeit lang Arma ein bisschen was gemacht, aber auch jetzt nicht so viel. Und das ist wirklich ein Spiel, was echt cool ist. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, was. Wirklich ein Spiel, perfekt, sauber, wir können sogar riskieren, ich muss ja eigentlich nur runterspringen, so, jetzt hängt er da unten fest, wenn er keine Blöcke hat, ist er nämlich jetzt gefickt, weil dann kommt er da nicht mehr raus. Ach, scheiße, man kann... LOL! Jetzt erstmal Essen kaufen hier. Okay. Heißt jetzt im Umkehrschluss, wir müssen jetzt irgendwie hier runterkommen, ohne zu sterben. Und jetzt rennt er wahrscheinlich zu uns. Er hat sich ausgelockt. Lol. Naja, gut, hab ich gesagt. Dann gehen wir auf jeden Fall in die nächste Runde rein. Ganz wichtig, das habe ich vergessen anzusprechen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich vors Intro schneiden. Leute, schreibt wieder in die Kommentare, was ihr sehen wollt als nächstes Bed Wars Survival. Also, ja, schreibt einfach, was ihr sehen wollt. Ich gebe jetzt einfach keine Vorschläge. Schreibt mal ganz frei rein, was wollt ihr als nächstes sehen. Und dann werde ich das auf jeden Fall bringen. So, wo ist denn hier der Villager? Minecraft schenkt dich auf. Keine Rückmeldung, ist stark. Jetzt geht's. Wo ist der Villager? Bin ich blind? Wahrscheinlich bin ich... Ach Gott. Bin ich doof, Alter. So. Mann, jetzt habe ich schon so viel Zeit verloren. Einmal durch das Aufhängen des Bildes und jetzt auch noch, weil ich den Villager nicht gefunden habe. Ist dann gleich zweimal doof gelaufen. So, jetzt zack, zack. Tapcrafter 2004. 11 Jahre ist er alt, wenn er wirklich 2004 geboren ist. War noch nicht in der Mitte. Ah, er baut sich den Weg oben lang. Keine dumme Idee unter Umständen. Bloß er hat natürlich jetzt sehr viel Zeit verloren, sodass ich bei MacGomme schnell einkaufen gehen kann. Und dann im besten Fall gleich Pfeil und Bogen besitze. Mit dem ich den dann so richtig wegballern kann. Richtig wegsnipen.
Jetzt erstmal Essen kaufen. 15 Steaks, lecker, schmecker. Ich muss mal schnell gucken, wo das Eisen hier spawnt. Spawnt hat der Peter. Im McDrive vielleicht nicht. Hier. Da ist er. Da ist das Ding. Wie viel Angriffsschaden macht das? Das macht 4, ne? Das heißt, wenn ich mir ein Goldschwert kaufe. Ach, okay, das hat noch Sharpness. Dann machen wir das auf jeden Fall so. Ich dachte, der Gegner ist schon wieder hier. Was ich jetzt auf jeden Fall mal machen sollte, wäre mein Bett einbauen, damit ich nicht wieder den gleichen Fauxpas habe wie in der letzten Runde. Kann man eigentlich die öffnen? Ja, kann man. Oh, so, so, so. Perfekt. Ja, ich hole auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Pfeile. Noch eine Ladung hier. Zack. So, so, so. Scheiße, man kann keine Items droppen. Ich wollte das da hinschmeißen. So, dann laufen wir jetzt nach da hinten. Und dann heißt es hier Gegner holen. Oh Gott. Stecken wir uns hoch. Und dann heißt es jetzt Überraschungsangriff. Wo ist der Gegner? Ist gerade beim Einkaufen. Das heißt, wir überraschen ihn jetzt von hinten. Und töten ihn hoffentlich erfolgreich. Töten ihn erfolgreich. GG. Ja, haben 3 Runden gespielt, 3 Runden gewonnen. Ich würde sagen, läuft bei uns doch mal ganz stark. Ihr könnt auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr es so schöner findet. Also diese Mini-Runden-Bed Wars, die vielleicht ein bisschen spannender sein könnten. Oder lieber die großen Runden. Aber die großen Runden spiele ich ungern alleine. Also dann, die würde ich dann eher nehmen, wenn ich dann mit Marcel oder so aufnehme. Dann halt auch, ja, mit einem Partner. Jo, und dann würde ich mich selber eine positive Wertung freuen. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr sehen wollt als nächstes. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn ihr eure Meinung da mal kundtut. Ja, generell schreibt einfach alles in die Kommentare, was ihr gerade im Kopf habt. Und ja, dann sehen wir uns. Hallo, haut rein, Leute, und tschüss.